richtiger Regensonntag, was aber gar nicht so schlimm ist, weil dann habe ich heute viel Zeit, ein paar Dinge vorzubereiten, die ich so in den nächsten Wochen mit euch vorhabe. So fängt das Buch also an. Das ist ein Auszug aus meinem Sketchbook. So illustriere ich, so mache ich mir kleine Skizzen und schreibe mir immer Sachen dazu. Das ist manchmal auch ein bisschen gekrakelt, aber wir fanden es irgendwie authentisch, dass das direkt aus meinem Skizzenbuch hier vorne reinkommt. Und die Seite ist wirklich eine meiner liebsten Seiten im Buch. Da habe ich mich besonders drauf gefreut und die konnte ich vor der Druckabgabe auch nicht nochmal angucken. Das war also auch für mich eine kleine Überraschung. Und ich habe mir für das Buch überlegt, dass es den Hashtag Watercolorwald geben wird. Den gibt es auch bereits, da habe ich in den letzten Wochen schon fleißig Bilder geteilt und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr diesen Hashtag vielleicht auch nutzt, wenn ihr Motive aus dem Buch malt, dann kann ich nämlich auch immer mal ein paar teilen. Ich danke euch auf jeden Fall sehr fürs Daumen drücken in den letzten Wochen und für eure lieben Nachrichten zum Buch und genau, ich hoffe, dass alles glatt geht und dass es ab dem 1.10. überall verfügbar ist und in eurer Buchhandlung des Vertrauens auch zu finden ist. Habt ganz viel Spaß damit. Ganz viel Spaß. Viel. Ganz viel Spaß.